Ich sag mal, es geht jetzt hier längs. Ah, und wir haben also müssen wirklich bloß noch zwei weitere holen. Sieht aber irgendwie aus wie der einfachere Weg jetzt. Oder der einfachere Stein. Topaz, willst du nicht weitergehen? Ja, nett. Jetzt haben wir es auch noch mit UFOs hier zu tun. Ah, hol die Geheimquellen-Automaton-Wache ein, die den Feuerstein hat. Na gut, Karl! Kümmere dich darum. Das ist irgendwie jetzt die falsche Richtung, finde ich. Ja, das ja komisch. Ich glaube, wir müssen jetzt mal Topaz zurückholen. Oder ist er jetzt nicht hier? Nein, ist jetzt nicht da. Wie unerwartet, aber da haben wir jetzt immer bloß den dritten Kristall. Aber wo befindet sich dann jetzt Nummer 4? Meine Brüder und Schwestern, müsst euch ins Gedächtnis rufen, die Menschen sind die Krone der Evolution, der Endpunkt allen Lebens auf Erden. Einst wähnten sich die Drachenechsen des großen Vulkans als Meister der Evolution, doch im langen, chaotischen Wandel ihrer Adaption verloren sie sowohl ihre Weisheit als auch ihre Macht, bis sie zu wilden Tieren wurden, die von Menschen geschlachtet wurden. Der Rückschritt der Pyro-Drachenechsen zeigt, dass die Drachen von der Evolution aufgegeben wurden. Ihre Nachkommen haben die Reinheit des Urfeuers verloren und nie wieder wird der Herrscher des Feuers auch ihren Reihen hervorgehen. Durch seine Führung hat die Menschheit die Erde beherrscht und eines fernen Tages werden wir auch die Himmel erobern. Darum dürfen wir nicht dem Reich der Nacht anheimfallen. Ihr, die ihr das Glück habt, dieses Himmelsschiff zu betreten, brecht auf, geht den ersten Schritt in Richtung unseres großen Ziels. So, hätte das willkürliche göttliche Strafgericht mein Volk nicht zerschlagen und ihnen den Weg der Evolution abgeschnitten, warum hätte ich dann den Pfad der Evolution im Menschengeschlecht suchen sollen? Ihr Menschen, ihr werdet es niemals verstehen, denn ihr seid lediglich eine Stufe dieser Evolution. Ah ja. Am Ende soll es ja irgendwie zu den Sternen gehen. Aber jetzt mal eine andere Frage. Ah, Topaz, du bist doch schon mit da. Gut, dann gehen wir... einen ziemlich umständlichen Schritt zurück. Wird ja irgendwie ziemlich umständlicher hier. So, Brüder und Schwestern müssen wissen, dem Weisen war es nie wichtig, ob die Menschheit überlebt. Für den Weg der Evolution war er bereit, sogar die Zukunft seines eigenen Volkes zu opfern. Der Himmel schert sich nicht um den Willen der Sterblichen. Wir sind für ihn nur Stützen, die das Land tragen. Unverzichtbar im Kampf gegen deine Feinde. Da dürfen wir weder auf die Weisheit der Drachen vertrauen, noch auf die Macht des Herrschers der Nacht. Es steht uns auch nicht zu, andere Götter neben ihm anzurufen. Anzurufen doch. Außer der Feuergöttin.
Der letzte Weg, der uns bleibt, ist der Weg von Shabalanke. Ihr törichten Nachkommen, die ihr so engstirnig über den Wesen der Arten denkt. Evolution ist eine Vermischung, niemals so rein und verfälscht, wie ihr es euch vorstellt. Genau deswegen steht Evolution im Widerspruch zur Ewigkeit. Ah, ja. Der Weg zum Altar wurde noch nicht verbunden. Was? Ach so. Sorry. Habt ihr nicht gesehen, dass da noch ein weiterer Schalter war? Aber gut, dann haben wir jetzt anscheinend noch einen weiteren Weg vor uns gleich. Aber auch irgendwie komisch. Wir waren doch jetzt in allen Himmelsrichtungen. Und da, wo ich dachte, dass es noch einen weiteren Kristall gäbe, gibt es keinen. Ah, okay. Es geht jetzt einen Schritt nach oben. Also doch alles noch richtig. Wie man es auch dreht und wendet, hier fehlt irgendwas. Bona, hier drüben, hier. Warum steigt die Vorrichtung plötzlich in die Höhe? Upsa, falscher Weg. Bona, das hättest du besser machen können. Nochmal? Okay, das mit dem Springen hätten sie auch vorher sagen können. Gut, schau genau hin. Okay, wurde richtig aktiviert. Und nun, was ist hier? Ein zerstörtes Wandbild. Tja, was wird da wohl drauf gewesen sein? Das könnte irgendwas mit dem Meister des Nachtwinds vielleicht zu tun haben. Och, nö. Stabilize. Bow your head. Shine down. Time for retribution. Ha! Ha! Let the mighty be humbled. Silence. This is order. Solidify. There is no escape. Bow your head. Verdict is... Shine down. Stabilize. Settle down. Be sanctified. Silence. I will have order. Inazuma shines eternal. There is no escape. Gather. Bow your head. Let the mighty be humbled.
Okay, gleich haben wir es geschafft. Illusion shattered. Order guide you. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Topaz, kehren wir zum Altar zurück. Also jetzt als nächstes dürfte der böse Drache gleich wieder auftauchen. Wenn man es ja genau nimmt. Beginne mit der Darbringung jenseits des Himmels. Ich würde mal sagen, Jade der Rückkehr. Jo, wir haben es geschafft, das ist also die legendäre Jade der Rückkehr, was? Tja, aber kann dieses Ding wirklich die Unreinheit des Abgrunds in Okkanatlan unterdrücken? Ihrer Form nach zu urteilen, würde Paimon eher sagen, dass es ein Teller für Essen ist. Apropos Essen, Paimon, dein Frühstück. Paimons Frühstück? Meinst du den geschmorten Fleischentopf? Warum erwähnst du das plötzlich? Hat das etwas mit dem zu tun, was wir hier sehen? Wie auch immer, nach einem so langen Abenteuer ist Paimon im Verhungern. Aber jetzt, da Bona die Tonatio gefunden und ja, der Rückkehr in der Händen bekommen hat, ist ihr Wunsch doch erfüllt, oder? Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin sicher, ich war schon mal hier. Die Tonatio und die ja, der Rückkehr. Ja, ich muss sie zerstören. Sie darf in die Hände dieser Person fallen. Bona, was ist los mit dir? Bona? Nein, Bona soll jetzt schon lange weg sein. Warum bin ich immer noch hier? Ich verstehe, so ist es also. Fender mal, pass auf, komm nicht näher, das ist eine Falle. Hä? Sie ist ein Geist. Toll. Der Drache hat die Jade. Hey Coco, warte, na gut, dann mal hinterher. Was, hinterher? Karl! Los geht's! War das eine gute Idee? Drache der aschfarbenen Stadt. Die Beschnutzzeit muss aufgehoben werden. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. So kann das, sagt noch nicht richtig sein. Andererseits wiederum, glaub nicht, dass du einfach so entkommen kannst. Ist der denn jetzt, oder? Menschenskinder, das erinnert an wirklich, er sagt damals an Devalen. Nur, dass der Kampf da ein bisschen anders ablief. Aber ist wirklich schon ziemlich gut gemacht. Dieser böse Drache, du kannst davonlaufen, aber du kannst dich nicht von mir verstecken. Vor uns, Paimon, vor uns. Coco, Feuer frei. Was? Das sieht irgendwie falsch aus. Das hätten wir wieso irgendwie ein bisschen besser machen sollen. Wow. Okay, der manuelle Flugmodus wird bald aktiviert. Schön. Ach, das war, sag eben, automatisch. Hoppsala. Ah,
wir können auch schneller fliegen. Sag das doch gleich. Chip, Chip. Aber gut, jetzt ist es auch noch stürmisch regnerisch hier geworden. Aber die Schwingen des Feuers... ...sind weiter aktiv. Die Verteidigungsvorrichtungen sind aktiv. Naja, wo es könnte auch Verteidigungsvorrichtung gegen uns sein. Verdammt nochmal. Das hätte jetzt einen Aufflugunfall gegeben. So, das ist quasi eine Art Quicktime-Event. Was ist, Coco? Willst du das benutzen? Super geiler Laser! Es wird Zeit für den Endkampf. Es wird Zeit für den Endkampf. Rein vielleicht ins Herzen von Ock-Kanatlan. Vielleicht ist es auch nicht gerade so nut... verdammt mal. War vielleicht ein Fehler gewesen, jetzt einen Kukusaurier zu wählen. Ich fand es aber an der Stelle ziemlich passend. Wozu sind die denn sonst hier? Wir hätten das aber auch irgendwie schneller machen können. Aber jetzt können wir beim besten Willen nicht mal rausspringen. Okay, es könnte vielleicht so funktionieren. Das konnte ich ja nicht ahnen, dass es jetzt so ein tiefer Weg ist ins Herzen von Ock-Kanatlan. Und dass wir keinen besonders guten Sturzflug hinlegen? Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Können wir vielleicht hier irgendwo parken? Gut, jetzt geht's besser. Fallen wir in die Tiefe. Hätte jetzt noch eine halbe Ewigkeit dauern können. Der schnelle tiefe Fall ist auf jeden Fall jetzt der bessere tiefe Fall. Aber nicht so natürlich. Wenn man hier nichts sehen kann... bringt's einen auch nicht sehr viel. Tja, folgen wir zur Spur des Feuers. Mehr können wir jetzt leider an der Stelle auch nicht tun. Natürlich der Abgrund. Hab natürlich an der Stelle auch mal übersehen, wie der Ort jetzt hieß. Aber da war auf jeden Fall irgendwas mit Abgrund an der Stelle. Und wenn wir Pech haben, kommen jetzt gleich sowieso ein paar weitere Garne zum Zuge.
Aber bis jetzt auf jeden Fall ziemlich gut gemacht, dieser Weltauftrag. Das einzige Problem dabei ist jetzt eigentlich wirklich, dass ich nicht mitgekriegt habe, was denn jetzt der zweite Akt war. Der aschfallenden Stadt. Das habe ich ja wirklich kein bisschen mitgekriegt. Wann das begonnen hatte. Ach, endlich haben wir dich erwischt. Du böser Drache, du hast dein Glück schon zweimal herausgefordert, aber beim dritten Mal klappt es nicht mehr. Jetzt gib uns unser Zeug zurück. Sonst werden wir keine Gnade walten lassen. Zwitsch, zwitsch. Ja, genau. Koko, was sagst du? Reisen aus der Fremde. Danke, dass ihr mich hierher gebracht habt. Ja, nicht zu danken. O verlorener König, die grausame Nacht ist bald vorbei und der Auserwählte der Drachen wird die Dämmerung einleiten. Nun erhebe dich aus deinem Albtraum. Wer bist du? Hm? Phantom Heart, mit wem sprichst du? Mein Name lautet Ok-Khan. Ich bin der Verstand, den der einstige Herrscher von Natlan in dieser Stadt zurückließ. Als Ok-Khan Natlans Ende gekommen war, schluckte ich die bittere Frucht des Giftes. Dieser verschlang, naja, mein Körpergeist, mein Ende rückt näher. Endlich habe ich die Chance gefunden, meine Seele zu retten. Was möchtest du tun? Das Gift, ich werde es beseitigen und der Rest liegt bei dir. Hey Koko, was machst du da? Geh da nicht hin! Und wer bitte schon war jetzt Bona? Tja, der hat jetzt goldene Augen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal niederringen. Ok-Khan. Alles, wenn er. Das ist doch meine alte Seele. Ah, das tut weh. The ties beckon. Bow your head. Shine down. Gather. Silence. I will have order. Wann hast du denn heimlich diesen supergeilen Laser gelernt? Time for retribution. Okay, supergeiler Laser. Wir weichen mal supergeil aus. Solidify. Illusion shattered. Bow your head. Be sanctified. Das Duell Drache gegen Drache. Wasserdrache gegen verunreinigter Feuerdrache. Shine down. Ha. Ha. Torn to oblivion. There is no escape. Gather. Settle down. Stabilize. Order guide you. Silence. The tides beckon. Verdict is. Okay, wir haben ihn jetzt schon mal ein bisschen niedergerungen. Illusion shattered. Solidify. Ha. Ha. Aber wenn ich bald eine Art Erleuchtung jetzt hier kommt. Shine down. Dann weiß ich jetzt nicht so ganz, wie lange der Kampf jetzt dauern. Oh, verdammt nochmal. Würde. This is order.
Be sanctified. Solidify. There is no escape. Now you shall perish. Okay, noch sind wir, sag nicht zur Hälfte, angekommen. Aber egal, der alles wendende heiliger Fürst. Wendender? Ah, das stand da also. Okay, für die nächste Runde wissen wir es jetzt auf jeden Fall besser. Okay, jetzt erhebt sich erstmal der Drachenfürst wieder. Aber wir haben jetzt schon mal die Hälfte seiner Lebenspunkte weggekriegt. Illusion shattered. Settle down. Be sanctified. Quake! Shine down! Ha! 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 Burn! This is order! Bow your head! Okay, wir haben es fast geschafft. Es dauert zwar jetzt ein klitzekleines bisschen länger, weil wir ihn nicht niederringen können. Also weil wir ihn nicht K.O. hauen können. Solidify. Shine down. Ha. Ha. Settle down. Illusion shattered. Ha. Aber irgendwann kriegen wir auch das mal wieder hin. Stabilize. Auch wenn das jetzt nicht gerade so gut aussieht. Solidify. Silence. Illusion shattered. Ha! Ha!
Bow your head. The tides beckon. I will have order. Gather. Shine down. Time for retribution. Okay, schon erhebst du dich wieder in die Lüfte. Illusion shattered. Solidified. Now you shall perish. Silence. Okay, diesmal haben wir es geschafft. Okay, jetzt fehlt zum Glück nicht mehr allzu viel. Be sanctified. Silence. Shine down. Verdict is. Settle down. Illusion shattered. Gather. Ha! Ha! Bow your head. Okay, jetzt haben wir es gleich. Das ist jetzt nur ein klitzekleiner Lebenspunkt. Settle down.